Moin Leute, was geht ab von der letzten Kommt zu einer weiteren Folge von meiner FIFA 22 Pack Delory. Ihr seht hier mein Weekend League Team für die heutige Folge und für die aktuelle WL mit natürlich erneut ganz klar, aber auch mit Fatih und Iskov. Die will ich mich heute so ein bisschen konzentrieren, dass erneut gut ist und dass der stabile ist. Das brauche ich glaube ich nicht sagen. Die meisten können sich die Karte wahrscheinlich sowieso leider niemals leisten oder spielen, deswegen möchte ich mich in der Serie eher so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auf die Karten, die ihr euch auch einfach vielleicht kostenlos sogar erspielen könnt, wie die zum Beispiel Fatih. Ich habe so die ersten 13, 14 Spiele gespielt und dann so den zweiten Teil. Ich habe die Abwehr umgebaut. Ja, ich habe einen AV in der IV gespielt. Erzähle ich dazu gleich noch ein bisschen was, wieso und warum. Ich bin davon ja prinzipiell kein Fan, aber habe dann Danny da Costa, Müller und Timber reingestellt. Ich sag mal so, ich habe Van Dijk und auch Guardiola rausgetan. Guardiola hat mir echt gar nicht so gefallen. Kann ihn ja auch total schwierig nur verlinken. Und Van Dijk plus Alisson mit dazu war auch einfach nicht meins. Also irgendwie, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt mit der Abwehr. Und ich stand, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt hier 14:1 oder 13:1. Da glaube ich, es ging um alles. Ich durfte nicht mehr verlieren. Da habe ich dann einfach versucht, das bestmögliche Team irgendwie zu benutzen. Und da war es dann auch in dem Fall mit Danny da Costa in der IV. Zumal, so ehrlich bin ich auch, ich glaube, es macht mittlerweile auch absolut gar keinen Unterschied mehr, ob man AV in der IV spielt. Es hat sowieso jeder IV 90 Pace. Ich hatte einfach noch nicht die richtigen, die ich verlinken konnte bei der Pectolori. Und ihr seht ja hier, meine Gegner haben sowieso auch immer die größten Full Team of the Year Icon Squads. Da glaube ich, regt sich kaum einer über den 7 Kim Danny da Costa auf. Wenn doch, dann tut es mir auf jeden Fall an dieser Stelle leid. Ich kann aber sagen, der hat da absolut rasiert. Wer aber eine 10 von 10 war und das wirklich ungelogen, den kann ich euch empfehlen und ich muss fast schon sagen, den müsst ihr fast schon machen, ist Isco. Der Typ war richtig, richtig, richtig geil. Der hat mich so überrascht. Wirklich meiner Meinung nach einer der coolsten, einer der besten SBCs, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich habe eine Menge SBCs gespielt, ich habe eine Menge Karten gespielt. Aber Isco fühlt sich so clean an in seinem Pace, in seinem Dribbling, in seinem Abschluss, in seinem Passspiel. Der kann eigentlich alles. Ich habe im Stream, wo mich jemand gefragt hat, wie ist denn Isco, habe ich gesagt, das ist der 98er Pelé des kleinen Mannes, ja, der günstige 98er Pelé, den habe ich nämlich auch mal ganz kurz mal gespielt, der hat ja auch 5 und 4, ist genau das, was ich eigentlich auch gesagt habe, total gut im Abschluss, schnell, dribbelstark, passstark, aber vor allem halt dieses Dribbling ist so stark und deswegen kam mir halt diese Idee mit 98er Pelé, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben der Vergleich, aber wirklich, Isco war absolut geil. Ich habe den, wie gesagt, in-game als ZOM gespielt in der 4-2-2. Fatih war im Sturm. Auch den kann ich sehr empfehlen. Auch den fand ich sehr, sehr gut. Und der hat teilweise mehr Tore gemacht, zwischenzeitlich in der WL, wie R9. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also R9 war schon stark, aber Fatih und Isco haben den fast teilweise so ein bisschen die Show gestohlen. Und waren jetzt nicht unbedingt viel schlechter. Ja, also ich kann da jetzt wirklich nicht irgendwie sagen, dass der 10 Millionen Mehrwert ist wie die anderen Karten. Hatte hier tatsächlich aber auch so ein paar Games, wo ich gestruggelt habe. Die Gegner waren auch wieder extrem gut, gerade in diesem Mittelblock, so Spiel 8 bis Spiel 16, 17 war schon extrem krass. Also ihr habt das auch teilweise gesehen, dass ich oft nach Toren dann Pause gedrückt habe oder schon Pause angemeldet habe. Ich habe natürlich wieder sehr häufig gegen eine 3-5-2 gespielt, habe ich letzte Woche schon gesagt, habe dann auch ganz oft selber umgestellt. Hier beispielsweise lag ich 3:1 hinten mit meiner Raute. Hab zur Halbzeit umgestellt, habe noch ein paar Einwechslungen getätigt, auch auf die 3-5-2 und habe 6:3 noch gewonnen. Die Formation ist einfach so ekelhaft OP, ich hasse das dagegen zu spielen. Und wenn ich selber damit spiele, dann nehme ich den Gegner auch immer gefühlt komplett hops, weil einfach überall Leute stehen, das ist so crazy. Aber ja, das Spiel konnte ich dann zum Glück noch drehen, bin einfach trotzdem insgesamt kein Fan davon, das jetzt die ganze Zeit zu spielen. Ich weiß nicht, ich bleibe lieber bei meiner Formation erstmal und solange es funktioniert, versuche ich auch darauf zu verzichten. Wie gesagt, ansonsten, Fatih hat so in knappen 20 Spielen, ich hatte noch ein bisschen WL-Quali, hat seine 20 Tore gemacht, war sehr, sehr gut. R9 war so mit 22 Toren noch mal ein Stück besser und Isco so mit 15, 16, 17 Toren, aber mit sehr vielen Vorlagen noch und mit sehr vielen wichtigen Toren. Auf jeden Fall eine absolute Maschine. Wir sind schon im drittletzten Spiel, das heißt, 3 Siege fehlt mir noch. Wie gesagt, ich musste eine ziemliche Streak raushauen für Rang 1 hab dann hier erst in der Verlängerung, das war ein Spiel, das habe ich nur im Kopf gewonnen. Das war nämlich eins dieser typischen EA Sports Spiele, die du eigentlich nur verlieren kannst. Das ging 2:1 nach 120 Minuten, 12:2 Schüsse, 68% Ballbesitz, 222 Pässe. Ich habe mir da einen abgepasst, hatte so gute Chancen. Der Gegner hat einfach 2-3 mal Dreieck gedrückt auf seinen Piotr Mbappé und hat das Ding fast gegen mich gewonnen. Dann fehlten nur noch 2 und ihr seht es ja, die gegnerischen Teams hatten es absolut in sich. Das war wirklich, wirklich absolut crazy. Aber hier seht ihr zum Beispiel Isco mit links, rennt da durch, geiler Laufweg. Und
am Ende des Tages war das entscheidend, dass mich die Spieler vorne, die haben mir extrem gut gefallen. Und dass ich vor allem nochmal so ein Zaha und so ein Son wieder einwechseln konnte. Auch der hat mir dann nochmal, gerade Zaha, nochmal ein bis zwei Spiele gerettet. Das war wirklich sehr geil und so bin ich sehr zufrieden gewesen mit dem Team. Die Abwehr ist wichtig, dass wir die upgraden. Aber La Liga, ich will nicht zu viel verraten, hat ja genug IVs, hat auch vielleicht einen guten Torwart, den wir da noch kriegen können. Letztes Spiel. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir sind einfach aktuell von Glück gesegnet, denn der letzte Gegner hat mir tatsächlich einfach einen Sieg geschenkt. Das ist das beste Feeling überhaupt. Wenn du nur noch ein Game hast für Rang 1, du hast dich 2-3 Stunden so abgekrampft, also so, das ist schon wirklich schwierig gewesen wieder diese Woche, sehr, sehr schwierig. Deutlich schwieriger wie auf meinem RTG-Account am Samstag. Und dann hat der Letzte den Sieg geschenkt, dass er wirklich, Kuss geht nochmal raus an den Typen, falls es ein Deutscher war, ich weiß es nicht. Das war mega nice, ich habe mich da extrem drüber gefreut. Die 18. Sieg habe ich ja trotzdem ehrenhaft geholt, der 19. wurde dann geschenkt, passiert. Viel Spaß mit der Live-Rewards, wir brauchen IVs, meine Freunde. Auf geht's! Rang 1, Rewards, La Liga, Pack to Glory, gucken wir mal. Top 5 muss eigentlich schon kommen in Rot, sage ich ganz ehrlich. Wir hatten schon auf meinem RTG keinen Top 5, da war Eder Militao der Beste. Tut mir leid, aber das wäre dem Luck und dem Account nicht würdig, wenn wir hier nicht zumindest mal einen Militao, also sollte schon mindestens bei rumkommen. Schauen wir mal, roter Vini wäre natürlich ein Traum. Zu den Moments erneuern, das wäre 10 von 10. Schauen wir mal, auf geht's. Perfekt, wir starten rein mit David Alaba wahrscheinlich. Acuña Canales kann ich nicht so gut gebrauchen, war kein guter Pick. Weil, ja, das war nicht mal Top 8 oder so, der Alaba. Trotzdem, den nehmen wir. Ist okay. Ist okay. Kannst du nur 6er spielen? Passt. Dann brauche ich aber auch einen Militao. Oder einen Modric. Komm schon. Zweiter Pick. Auf geht's. Gönn ihr, ey. Gönn. Oh, oh. Ja. Es wird wahrscheinlich dann auf Koundé hinauslaufen. Auch aber gar nicht mal so gut, der Pick. Ja, Koundé kann ich halt besser verlinken als Araujo. Außer ich ziehe natürlich jetzt einen roten Pedri, dann ärgere ich mich wahrscheinlich. Aber den Araujo, glaube ich, jetzt noch mal einfacher zu ziehen. Koundé kann ich mit ein paar Franzosen hinten verlinken. Könnten wir mal zocken, können wir beide zusammen zocken. Komm, jetzt aber jetzt ein guter. Auf geht's, bitte, ey. Straft euch mal. Modric, let's go! Nice! Sehr gut, sehr, sehr gut. Ganz ehrlich, aber für Rang 1 ist einer aus den Top 5. Das ist sogar der dann schwächste von denen. 700k, das ist echt absolut. Ich will jetzt nicht sagen immer verdient, weil es natürlich trotzdem Glück ist, aber wir haben auch sehr gute Picks und wir haben auch sehr gut gespielt. Da haben wir uns den Modric, finde ich, absolut verdient. Das passt. Sehr, sehr nice. Da bin ich sehr gespannt, wie der ist. Und wie gesagt, sehr gut zum Verlinken für Alaba und für Isco, den ich ja sowieso jetzt auch sehr, sehr gut fand. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Passt, dann gucken wir mal rein. 50k, 125k Pick. Ich mache den Tots-Konto mal wieder für euch rein. 25 steht der aktuell gerade. Ob wir da vielleicht noch irgendwas ziehen oder nicht, wir gucken das einfach mal. Aber ich befürchte, die meiste Zeit sind die 125k Picks echt immer Quatsch mit Soße. Ja, waren 85er drin. Und Coins-mäßig, wie sieht es denn da gerade aus? 250? Ja, also je nachdem, wie das 3er-Tots-Pack ist, schaffe ich da vielleicht nochmal so 50 weitere Packs dann. Für La Liga. 50 weitere Upgrade-Packs. Hazard. Der müsste mal so eine Flashback-SPC oder so kriegen. Okay, wir haben 2 Informs, ist ganz gut. Ein Bär von den 60er-Löwen. Und Florian Wirtz, auch das 125er war jetzt nicht so krass. Komm schon, zumindest mal eh ein Tots. Straft euch hier, ey. Ja, War ausbaufähig, würde ich sagen, die 125k Packs. War ausbaufähig. Aber okay, macht nichts. Wir haben zwar nur ein paar seltene Karten. Wir haben einen roten Modric bekommen, das ist gut. Jetzt noch ein Eder Militao, auf geht's. Ein Eder Militao, dann steht das Zentrum und die IV. Den Eder brauche ich jetzt noch. Auf geht's. Bitte nicht einfach Belgien, Courtois. Ich habe fast immer nur Belgien gesehen bei den meisten. Oho. Oh, Eder Militao, aber let's go. Nice. Ich dachte erst vielleicht Vinny.
Ich dachte schon, sie geben mir Vini. Es gibt ja nur die beiden. Aber 400.000 Militao. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. This is big. Ja, dahinter ist mir eigentlich egal. Coach Ra wäre dann natürlich gut. Den ziehen wir bestimmt sowieso noch irgendwie. Canales de Thomas. Völlig egal. Kann ich halt beide, also die sind beide ein bisschen Quatsch. Canales ist noch okay, den kann ich vielleicht auch nochmal spielen. Aber Militao ist absolut mega. Natürlich bringt der zur Not viele Coins, aber ich denke, ich werde den erstmal behalten. Weil der, wie gesagt, mit Alaba und Modric und ich habe sehr viele, und Nacho habe ich im Zweifel auch noch zur Not. Vielleicht verkaufen wir auch Militao, aber ich denke, dass ich den erstmal behalten werde. Da kann ich, glaube ich, sehr geil was verlinken. Schauen wir mal ganz kurz ins Team rein. Hier ist dann der Abschluss der heutigen Folge. Canales könnten wir LZM spielen. Loder, dann ZDM, Modric, RZM, so Box to Box. Cantona, Zom und hier Zaha und R9 im Sturm. Oder halt Son kann, glaube ich, auch LZM. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen gespielt. Ihr seht, wir müssen auf jeden Fall Courtois packen. Der ist auf 8, aber okay, da drücken wir mal ein Auge zu. Ansonsten, wie gesagt, Canales ist, glaube ich, nicht so unwichtig, dass wir den schon mal haben. Ich habe ja auch Saka, er spielt, den habe ich auch oft mal eingewechselt, so als, weil der halt beides kann. 4-4 hat der auch. Ich denke, dass wir den sogar mal zocken werden. Und ja, sieht richtig geil aus, schon alleine mit den ganzen roten Karten in-game. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Courtois. Diese Woche haben wir wieder eine Menge, nicht nur wegen R9, eine ganze Menge geschafft. Lasst gerne im Video einen fetten Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Bis dann.